Hotbox Marvin hat einen Song draußen. Ich hab mal gecheckt so. Das einzige Mal, dass ich, glaube ich, irgendwann mal auf ihn reagiert habe, war irgendwas mit Edo Sire. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der einen Song mit Edo Sire hatte, aber irgendwas war da. Und dann, sonst kenne ich eigentlich, ehrlich gesagt, nur die Hotbox-Videos. Von daher bin ich mal gespannt. Ich dachte gerade, Alex von 187 hat das produziert. Oh Mann, Mixmaster Pascal. Ich dachte jetzt, unser Pascal auch noch. What the fuck? G-Mac. Okay, G-Mac und er zusammen. Video von Paul Bading. Okay, gehen wir mal rein. Oh, endlich mal ein Video in Vollbild. Bis später, G. Ey, die schneiden immer oben und unten alles weg, ne? Irgendwie bin ich das gar nicht mehr gewohnt. Du wirst schon wissen, was richtig ist. Okay. Okay. Ich weiß null, was der für Mucke macht, ne? Wieder weg, egal wo ich auftauche, ist es Liebe und Respekt. Ich hab mein Zuhause längst in mir selbst gefunden. So lange waren wir auf der Suche in der Welt versunken. Ich musste durch die Hölle gehen, aber dann sind die Segen gekommen. Hab's mit meinen Augen gesehen, heute erzähl ich davon. Hab nie verloren, ich kam immer mit meinem Leben davon. Jeder von uns hat einen Pain in sich, den niemand außer man selbst versteht. Da sind wir alle die gleichen, weil es um Geld nicht geht. Sie akzeptieren die Lügen, das hab ich selbst gesehen. Die Wahrheit wird dir schnell verdreht. Ich wünschte, jeder hätte paar hunderttausend Euro gesehen. More money, more problems, kann man sonst nicht verstehen. Leute kommen noch, wenn es weg ist. Holy! Hab ich nicht mit gerechnet mit solchen Bars, ne? Ich wünschte, jeder hätte 100k gesehen. Damit er versteht, more money, more problems. Uah. Okay, okay. More money, more. Aber auch vorher schon das, ne? Jeder hat seinen Pain, jeder hat seinen. Das sage ich ja auch in gefühlt jedem Video, wo ich irgendwie sehe, dass jemand so seinen eigenen Struggle oder Hustle hat, sage ich auch, ne? Nur weil der Hustle von jemand anderen was anderes ist, ist es halt nicht weniger wert oder sowas, ne? Sondern jeder hat seinen scheiß Weg zu gehen und schöner Song bisher. Das kann man sonst nicht verstehen. Leute kommen noch, wenn es weg ist, siehst du Leute, sie gehen. Die Blicke treffen nicht die Augen, es wird unangenehm. Ey, mich kann keiner bewerten oder verurteilen. Fick ein Richter, fick ein Neider, fick mal jeden, der sich stur zeigt. Will meine Ruhe, will kein Ruhm, ich hab zu tun, ich hab zu tun. Ich mach es zu, ich lass es zu, du siehst mich niemals wieder. Er war zu beschäftigt mit Geschäften, meinen Leuten und mir selbst. Ich hatte immer nur zu viel zu tun. Der hat eine schöne Gesangsstimme, Mann. Hä? Ich muss sagen, bei den Rap-Parts ist mir ein bisschen zu viel Hall drauf. Also die Stimme klingt so schwebend, aber trotzdem relativ weit im Hintergrund. Aber irgendwie muss ich sagen, der Rest ist wunderschön, Mann. Ich wusste gar nicht, dass der so singen kann. Schön, okay. Was? Jeder hat seinen Pain, doch der Manager von Sample. Ach komm. Jeder hat den. Na, hör auf, Alter, hör auf. Verurteilen immer wieder. Und deshalb gehörten wir nie dazu. Nie dazu. Egal wer du bist und egal wo du warst. Egal wo du herkommst und was du auch immer machst. Bist du selbst, gehörst du nie dazu. Nie dazu. Falsche Freunde sind gegangen, oh das ist okay. Auf dem Weg lernte ich mit der Zeit dir zu verstehen. Life is pain, weil ich hab die Dinge live gesehen. Und die geblieben sind, die könnte ich heute mit der Hand abzählen. Yeah. Wir fliegen hoch und wir fallen tief. Trotz den ganzen schlechten Dingen bleib ich positiv. Und ganz ehrlich, ist egal, ob du das anders siehst. Ich weiß, unter Mamas Füßen liegt das Paar. Ey, das sind echt gute Jungs, Mann. Ich find das so schön. Ach, der Song geht 420, ja, stimmt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ey, ich muss sagen, ich finde das echt schön, Mann. So diese, die Zeilen, die Stimmfarben, der Beat, wunderschön, Mann. Echt sehr, sehr, sehr entspanntes Ding.
scheißegal, ob du das anders siehst. Ich weiß, unter meinem. Fehlt irgendwie nur noch so ein, wie soll ich sagen, so ein Gospelchor oder sowas. Der wird so da reinpassen, Mann. Oder von mir aus noch so ein Saxophon-Solo am Ende oder so. Meine Füße liegt das Paradies. Ha, verdräng die Sorgen unter Cannabis. Wir vergeben, doch vergessen nicht. Denk an morgen, weil wir gestern nicht wie heute sind. Vergess die Sorgen, weil die Zukunft bringt einen anderen Wind. Egal wo du herkommst und was du auch immer machst, bist du du selbst, gehörst du nie dazu. Nie dazu. Eigentlich echt eine traurige Aussage, ne? Bist du du selbst, gehörst du nie dazu, ja? Gott, das ist echt eine traurige Aussage, Mann. Das heißt, man muss sich irgendwie immer anpassen und alles immer, ja, halt mit dem Flow gehen, ja? Die haben doch 420 nur gemacht. Ich bin kein Rapper, ich bin dieses Game, ich öffne die Türen, bitch. Lass mich nicht blenden von den Attitüden und ihren Lügen, bitch. Habe so viel geopfert, nur für diese Ruhe und Cash. Wir tauschen Cash. Zeit gegen Geld, Cash. Und das ist kein gutes Geschäft. Ja, Cash. Mach Money, wenn ich kiffe, Mach Money, wenn ich schlafe, Mach Money, wenn ich reise, Mach Money, wenn ich bezahle. Ich bin mit den Bossen, ich bin mit den Chefs, ich bin mit den Youngins, ich bin mit den Heads. Ich bin an den Unis, ich bin an den Sets. Ich bin nicht alleine, ich bin mit mir selbst. Okay, das ist hart, irgendwie zum Ende. Was? Ey, mir fehlen so ein bisschen die Kalim-Effekte, ja? Kriege Respekt, denn ich gebe Respekt. Ja. Yeah. Was ich lebe, ist echt. Echt. Ich bin die Vergangenheit und ich bin next. Next. Aber vor allem bin ich jetzt. Yeah. Ich bin, sie fühlen es. Also dieses produziert von Alex ist, macht mich sehr verrückt, ne? Ja, also jetzt auch im Outro. Hat Alex das nicht Marke patentiert? Müssen wir da den Anzeigenhauptmeister vielleicht mal ins Game etablieren? Ach du Scheiße. Chilliges Ding, muss ich sagen. Also Beat im ersten Part, Highlight und der Rap-Part auch. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mir Marvins Stimme ein bisschen besser gefallen hat. Aber das lag, glaube ich, bei G-Mac, also für mich persönlich, glaube ich, an dem Autotune. Ich glaube, das hat sehr gewobbelt, als er halt relativ tief gesungen hat. Aber als er gerappt hat, fand ich seine Stimme cool. So, aber ist, glaube ich, Geschmackssache. Der Beat war wunderschön. Ich finde, da hätte ruhig, was habe ich gesagt? Habe ich der Anzeigenhauptmeister? Wie rum denn sonst? Hauptmeister Anzeigen? Nee, wie hieß denn der? Wie hieß denn der? Niklas, glaube ich, oder irgendwie sowas, ne? Message war schön, Mann. Anzeigen. Ja, war doch richtig.